Jetzt geht's weg. Alter Schwede. Wir brauchen Beruhigungstee. Hä, ich hab das Wasser doch ausgemacht. Manu. Oh nein, sag nicht, es ist jetzt wieder kaputt. Ah, jetzt geht's weg, okay. Oh. Alter, was war denn das? So. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber ein Problem bleibt über, ne? Aber wir hätten auch von unten reingehen können. So, wir sehen ja jetzt, wo hier die Dingens ist. Oh, das ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegen wir drinnen einen Weg. Oder die Möglichkeit einzumachen. Das ist gar nicht mal so scheiße. So, das würde bedeuten, dass beispielsweise hier Glas rein kann. Achso, wir müssen es trotzdem kaputt machen. Ja, man kann hier... Kann man Glas reinmachen? Im Prinzip eigentlich bis zur Ebene. So, ich gucke jetzt mal. Jetzt müsste ja hier dahinter Wasser sein. So, man könnte das Glas tatsächlich von hier aus direkt machen. Boah, die Truhe ist halt immer noch doof, ne? Ich glaube, die müssen wir mal hier nach hier vorne verpflanzen. Dass wir das Ganze einfach hier vorne sammeln. Das könnte man ja durchaus machen. Das wäre ja jetzt nicht so das Problem. Müssten wir hier mal kurz die Erde hier stoppen. Achso, jetzt haben wir natürlich so viel in der Kiste, ne? Aber... Okay. Ja, wir müssen da jetzt erstmal warten. Warte mal. Kurz die Musik ein bisschen leiser. So. Dann könnte man hier halt wirklich Fenster. Ich weiß zwar nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist von der Höhe. Da müsste man dann noch gucken, wie weit wir das machen. Das ist natürlich jetzt halt... Es tut mir leid, ne? Es tut mir wirklich leid, dass wir das jetzt wieder abändern, aber ich glaube, das ist halt wirklich eine gute Sache. Ich hoffe zumindest, das ist am Ende eine gute Sache.
Achso, warte mal, wenn wir das hier wegmachen, dann würde es nämlich da unten in den Dingens gehen, oder? Nee, würde es nicht. Würde es nicht. Aber es würde zumindest da stoppen. Man kann sich natürlich überlegen, wie weit wir dieses Glas machen. Aber ich glaube, je mehr, ist glaube ich sogar besser, weil es halt besser aussieht, ne? Also ich würde da schon sagen, dass wir da auf dieser Ebene bleiben. Die Frage ist halt nur, ob das am Ende aufgehen wird. Da würde es jetzt hier hochgehen und hier hätten wir schon ein Problem. Oder wir machen es halt nicht nach Etagen. Aber das muss man mal gucken, ob das geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, weil wir halt die verschiedenen Höhen haben. Wenn jetzt das gleichmäßig hochgehen würde wie hier, oder passt das? 1, 2, ja nee, das passt eben nicht. Es passt eben nicht. Das ist ein bisschen kacke. Hier unten passt jetzt nur, weil hier dieses eine noch mehr ist, ne? Und mir fällt ein, wir müssen ja hier was draufpacken, weil sonst landen die Sachen da drin. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch eins höher. Definitiv. Sonst geht das gar nicht auf. Leider ein bisschen Glasverschwendung am Ende, aber naja. Ich glaube, wir holen uns mal ein Bett hier hin, damit wir da ein bisschen agiler arbeiten können. Ja, das wird halt schwierig, dass das außen und innen zusammenpasst, weil das halt verschiedene Längen sind. Haben wir hier irgendwo noch ein Bett drin? Nehmen wir einfach das mit. Von daher ein bisschen doof. Und ich glaube, hier wäre ich dann auch dafür, dass wir da Slabs oder sowas hinmachen, um so wenig Platz wie möglich aufzubrauchen.
Das arme Glas. Ich finde es immer noch schade, dass es keine Glas-Slabs oder Glas-Treppen oder sowas gibt. Das wäre halt richtig cool. Dann würde ich so ein Glas-Treppendach machen. Boah, ich bin blind. Wir machen erstmal das ganze Glasdach kaputt. So, auf dieser Seite müssen wir dann natürlich das ganze Spektakel auch nochmal machen. Aber ich glaube, das geht dann ein bisschen einfacher, wenn wir vorher schon mal hier alles weg haben. Ich denke, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir das hier hingemacht haben. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Ein wenig traurig ist es schon, ne? Das arme Glas. Boah, ist das noch viel. Oh, deswegen habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt in die Aufnahme packe, ne? Das Schlimme ist, ich habe immer noch... Ne, ich habe doch mal gesagt, stellt doch mal Fragen oder so, aber da kam halt bisher noch nichts. Sonst hätte ich gesagt, jo, lass uns ein bisschen Fragen beantworten. Man könnte sich halt auch mal überlegen, ob wir hier drin auch irgendwie eine Beleuchtung schaffen. Da
Das wäre halt eigentlich auch ganz nett. Schade, dass es keine Leuchterdeblöcke gibt oder so. Also Blöcke, die halt leuchten und trotzdem genutzt werden können als... als Boden für Nahrungsproduktion oder so. Und ich sollte vielleicht mal von meinem Kaffee trinken. Solange er noch trinkbar ist, ne? Dann mach ich mal eben. Ah. So. Ich glaube, ich muss mir die Tage mal wieder The Crow reinziehen. Ich habe schon lange The Crow nicht mehr gesehen. Oder ich weiß gar nicht, ob Chrissy den kennt. Oder ich nehme den einfach mit. Ich nehme ja so wenig mit beim nächsten Mal. Gut, da ich aber nicht weiß, ob eine gewisse kleine Dame auch guckt, kann ich nicht alles erzählen. Aber was auf jeden Fall ist, ich habe verdammt viel Zeug mitbekommen, was von meiner Mutter und meinem Onkel kommt. An Klamotten und irgendwelche Spielzeug, Plüscheltiere vor allem, ja genau, Plüschel. Wer kennt sie nicht? Die guten alten Plüscheltiere. Ne, inzwischen wissen wir ja auch, was da auf uns zukommt. Und ich sage nur, arme Welt. Weil wenn das so ein Ding wird wie ich, dann... Ach du Scheiße. Also mindestens zwei von euch wissen ja schon, was da kommt, ne? Aber ich glaube, Biene beispielsweise weiß es noch nicht. Wir wissen nämlich seit ungefähr einer Woche ist es jetzt her, dass es halt hundertprozentig ein Junge wird. Und ja. Ich hoffe, er hat nicht zu viel von mir. Sonst kommen da rosige Zeiten. So, wir müssen gleich wieder pennen. Das können wir ja kurz hier machen, weil wir ja hier oben sind. Oh, da fehlt halt echt eine Tür. Da muss echt irgendwie nur eine Tür rein. Oder wir verbinden halt echt... Oh, das müssen wir mal gucken. Vielleicht verbinden wir das tatsächlich mal miteinander irgendwie. Sag mal, jetzt reicht's aber hier. So. Ah. Ja, und Biene, der Schnaps, der ist immer noch nicht getrunken. Ich glaube, den trinke ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich glaube, den werde ich dann brauchen können.